Ugandas Armee hat nach eigenen Angaben im Osten der Demokratischen Republik Kongo mehr als 100 Mitglieder der ugandischen Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte, ADF, getötet. Das Verteidigungsministerium in Kampala erklärte am Mittwoch, in einem gemeinsamen Einsatz mit der kongolesischen Armee hätten ugandische Luftwaffe und Artillerie am 22. Dezember 8 Lager der Rebellen angegriffen und deren Logistik zerstört. Die Überlebenden der Angriffe würden von den kongolesischen Truppen weiter verfolgt, teilte Ugandas Armee mit. Die UN-Mission für die Stabilisierung in der Demokratischen Republik Kongo, MONUSCO, beschuldigt die zumeist muslimischen ADF-Rebellen, in diesem Monat mehr als ein Dutzend Blauhelmsoldaten auf dem Stützpunkt Semuliki in Nord-Kivu getötet zu haben. Der Angriff auf die Blauhelmsoldaten aus Tansania war der schlimmste auf eine UN-Friedensmission seit fast 25 Jahren. Die ADF kämpft seit Ende der 80er Jahre für den Sturz des ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni. 1995 wurde sie aus Uganda vertrieben. Die Rebellen sind hauptsächlich in der ostkongolesischen Unruheprovinz Nord-Kivu aktiv. MONUSCO und die Regierung in Kinshasa machen die ADF für eine Serie von Gewalttaten verantwortlich, bei denen nach UN-Angaben seit Oktober 2014 mehr als 700 Menschen getötet wurden.